Im Unterdeck fällt ständig der Strom aus. Das Mast hat endlich jemanden geschickt, aber es hat nicht geholfen. Unglaublich, dass dieser Baum älter als New Atlantis ist. Tut mir leid, ich darf nicht abgelenkt werden. Alles erlebt hat. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Ja, besorgt ist eine Untertreibung. Ich arbeite für die Wissenschaftsabteilung des Mast. Ich studiere diesen Baum schon seit einer Weile und es gibt besorgniserregende Anzeichen. Bist du mit diesem speziellen Exemplar vertraut? Ist dir seine Wichtigkeit bewusst? Endlich kapiert es jemand. Es sei denn, verspottest du mich? Oh, diese Leute. Ich habe viel zu tun. Wenn du einfach nur gaffen willst, verschwinde bitte. Solltest du mir aber tatsächlich helfen können, wüsste ich das zu schätzen. Normalerweise würde ich Fremde nicht einfach um Hilfe bitten, aber diesmal ist wohl eine Ausnahme nötig. Wärst du bereit, zusätzliche Daten für mich zu beschaffen? Oh, danke. Das kam jetzt unerwartet. Ich habe eine Reihe von Biosensoren an verschiedenen Orten in New Atlantis aufgestellt und alle so kalibriert, dass sie passende Daten sammeln. Sie laufen schon so lang, dass es Zeit wird, die Daten abzuholen und zu analysieren. Wenn du sie mir bringen könntest, würde mir das eine Menge Zeit sparen. Wollte ich professionell kochen. Nicht sowas hier. Hey, suchst du auch nach Eiern? Ich habe erst eins gefunden, aber ich will sie alle vor den anderen finden. Sagst du mir, wenn du welche siehst? Okay, wenn ich sowas sehe, sag ich's dir. Und du sagst mir, wenn du Eier findest, ja? Miss Seng im UC-Vertriebszentrum hat mir das eine abgekauft und gesagt, sie würde auch noch mehr kaufen. Ich kann die Credits brauchen. Unser Tisch ist bald bereit. Ah.
Ich kann aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens leider keine Schiffe mehr zuweisen. Ich kann aber mit Waren handeln. Willkommen im UC-Vertriebszentrum. Eine Information vorab. Offizielle Beschwerden können erst wieder eingereicht werden, wenn das Kundenfeedbacksystem wieder online ist. Es soll in etwa 2 Wochen einsatzbereit sein, aber du weißt ja, wie so etwas oft ist. Wir bitten, die Umstände zu entschuldigen. Und wenn du wegen eines Firmenkontos kommst, mir wurde versichert, dass die Lieferungen bald wieder planmäßig erfolgen. Von Jordan? Der Junge kommt andauernd mit irgendwelchen Sachen vorbei, die er gefunden hat und will Credits dafür. Ja, ich hatte Mitleid. Was ist das denn? Oh, wirklich? Du kannst es für die Summe haben, die ich bezahlt habe, plus einen kleinen Bonus. Nennen wir es eine Bearbeitungsgebühr. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Du bist jederzeit willkommen, wenn dir das Warten nichts ausmacht. Na, guter Tag heute? Meine Arbeit beim Amt für Interstellare. Wenn das nicht meine Lieblings-Fast-Laborhilfe ist, was gibt es? Wirklich? Wunderbar. Ich nehme einfach die hier und sehe mal, was wir finden. Okay, wir laden die Daten einfach hoch und warten einen Moment. Und noch einen Moment. Es funktioniert, oder? Da. Was bin ich erleichtert. Also mal sehen. Das ist... Tja. Meine Güte. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die guten... Mein Verdacht hat sich bestätigt und mit dem Baum stimmt wirklich irgendwas nicht. Das werde ich sofort dem Mast melden, und zwar mit einiger Genugtuung. Es könnte auch mehr als einmal der Satz, hab ich's doch gesagt, fallen. Ja, es fühlt sich gut an, Recht zu haben. Besonders dann, wenn andere versucht haben, einen vom Gegenteil zu überzeugen. Die schlechten Neuigkeiten... Die interne Zusammensetzung des Baums verändert sich. In diesem speziellen Fall erzeugt der Baum nun regelmäßig ultraniedrigfrequente Schallwellen. Momentan sind sie kaum hörbar, werden aber zunehmend stärker. So etwas haben wir noch nie beobachtet. Je nachdem, wie intensiv die Wellen werden, könnten die Folgen für die Stadt katastrophal sein. Ich muss mich sofort mit meinen Kollegen beim Mast beraten. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich sind diese Credits angemessen.